Wenn du da gleich die Führung anfängst, der Thomas Moss mit dem Auto 214, also mit der Startnummer 214, der vorm Schloss steht, möge sein Auto vielleicht irgendwo hier parken, weil der V ist aggressiv. Wir haben da jetzt schon jemanden abgestellt. Ich habe ihm auch schon eine Mail geschrieben, an sein Handy geht er leider nicht. Und der war Jäger, ne? Und dann war das, oder? Ja, und dann war der V tot. Und da hat er so geweint, weil er leid hat. Er wollte ihn dann nicht. Es gab nicht genug, haben sie oft genug in ihren Autos geschlafen. Ne? Naja, aber leider hatten sie kein Geld, wenn dann der TÜV gesagt hat, jetzt müsste was gemacht werden, dann haben die natürlich das Ding verschrottet, weil es einfach zu teuer. Wie viel haben die Daimler produziert? Also man muss jetzt unterscheiden, das mit dem hohen Kühler, das ist die erste Serie, als Zivilkombi mit der großen Heckklappe hinten, das muss man auch dazu sagen, sind etwa 40 Stück gebaut worden. Ach, nicht viel. Aber für den amerikanischen Markt hat man hinten den als Station Wagon ausgeliefert. Das heißt, da ging dann die Klappe nach oben und nach unten. Die Doppelklappe, ja. Auch teilweise für den amerikanischen Autobau noch kennt. Das heißt, das ist sicher gebaut worden und in Mannheim zugelassen. Hat viele Stationen durchlaufen, ist dann sogar in die USA überführt worden. Das haben Amerikaner gekauft, die auf so einer Insel leben, wie Sylt. Ja. Und haben das vor ihren Einzelhandelsgeschäft gestellt, so als Blickfang. Aha. Und ich habe von dem Auto erfahren durch die Restauration und war ganz traurig, dass so ein Auto nicht zu kaufen ist. Aha. Und dann habe ich aber erfahren durch einen Bekannten, dass die Leute das wieder verkaufen wollen in den USA. Und da habe ich Kontakt aufgenommen und habe mich mit denen in Verbindung gesetzt und habe denen das Auto abgekauft. Und seit wann ist das? Hast du das wieder? Das war 2015. 2015. Und dann ist es verschifft worden in den USA, war einen Monat unterwegs. Und ich habe es dann in Bremerhaven abgeholt. Super. Das ist wie eine Braut, ja, abholen, ne? Oder? Es ist sehr, sehr schön. Also das haben wir schon vorhin gemacht, ja. Video gemacht. Und dann ist nur das, bist du glücklich oder ist es dein einziger Stolz oder? Also es ist auf jeden Fall mein liebstes Auto. Ach, dein Liebste, ja. Es ist auf jeden Fall mein liebstes Auto. Ja. Also mit diesem Auto habe ich in den letzten 4 Jahren 65.000 Kilometer hinter mich gebracht. Wow, wohin? Und das ist für einen Oldtimer sehr viel und er hat immer tapfer durchgehalten. Super, das ist ja toll. Erzähl noch eben, dass die Karosserie von Binz ist. Ja. Ja. Viele. Läuft das? Ja, ist also läuft. Viele, ist okay. Ja. Viele denken, dass das ein Krankenwagen sei oder ein Leichenwagen. Nein, das ist ein Zivilkombi. Ja. Das heißt, die Firma Mercedes war sich damals zu fein, Kombis zu bauen. Aha. Sie waren der Meinung, dass sie als Luxushersteller keinen Kombi anbieten sollten. Ja. Haben sie dann aber doch gemacht, haben ihn aber nicht selber produziert. Sie haben zwar die Karosserie produziert bis zur Hälfte. Ja. Das heißt, ab hier war nichts. Ach. Und dass sie unten war. Ah ja. Das heißt, das war wie abgeschnitten sozusagen. Ja. Und die Firma Binz in Lorch, die hat die Fahrzeuge dann bekommen, hat die so umgebaut, wie dieser jetzt ist. Ja. Hat das Fahrzeug dann an die Mercedes-Niederlassung geliefert, die das Auto verkauft hatte. Ja. Und die haben das dann ihrem Kunden übergeben. Toll, toll. Das ist gut. Danke, Udo. Und was ist das dahinter? Dieser Anhänger? Ja, Anhänger. Ja gut, in der Zeit gab es verschiedene Anhänger. Ja. Und ich habe diesen Anhänger gefunden. Ja.
Und ich fand, der passt sehr gut zu dem Fahrzeug, ja. Auch in den Baujahren dieser Modelle. Ja. Und habe den dann restauriert. Ja. Und wie man sieht, auch mit Mercedes-Felgen versehen und ja, so weiter, sodass super, das auch optisch toll, ja. Zu dem Fahrzeug passt. Ja. Der Turm war in der Tat schon sehr marode. Und jetzt erstrahlt er wieder im neuen Glanz. Ach, wie lange ist jetzt her? Lassen Sie mich nachdenken, Frau von Bernstedt. Es war 1736. Ja, am 9. August, am Geburtstag des Fürsten. Ach, habe ich extra aufs Pferd kommen lassen. Das war sehr aufwendig. Ja, da passiert alles. Nun gehen Sie doch bitte so schnell. Ja, wo schalt denn nun hin? Durch den Deichbau haben wir sehr viele fruchtbare Marschländereien dazu gewonnen, die mein Gatte zusammen mit unserem ältesten Sohn Enno und den Knechten fleißig bewirtschaftet. Enno wird übrigens mal unseren Hof erben. Jefer ist durch seinen Hafen ein bedeutsamer Handelsort. Von hier aus verschiffen wir unser Getreide und unser Vieh bis nach England, Frankreich und in die Niederlande. Im Gegenzug erhalte ich kostbare Dinge aus diesen fernen Ländern und Städten, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, feines Porzellan, meine Augengläser, edle Stoffe und diese wunderschönen Kleider. Was eine Anmaßung solchergleichen ist. Hier bei uns im Pferdsberg sind die Bauern in schlichten Leibtitel. Ganz wie ihrer gottgewollten Stellung gemäß ist. Doch empörend. Everybody's on top.
Mitarbeiter der Bank, also wir sind auch geringfügig beschäftigt. Das sind in der Regel Rentner, die sowas dann machen. Und mit so viel Vertrauen? Die werden schon überprüft. Okay. Also Sie kamen aus der Ja. Wir sind heute im Schützenhof hier und haben ein wunderschönes Grillfest von unserem MBIC-Jahrestreffen in Jever. Fantastisches Wetter, gutes Essen, schöne Getränke und sehr gute Gespräche. Macht Spaß und alle haben gute Laune hier, wie man sehen kann. Ja, ja. Haben Sie das schon gedacht? Hast du schon gedacht, dass sowas passieren kann? Ich war immer fest davon ausgegangen, dass wir das gut hinkriegen, ja, dass das Wetter gut ist. Wir haben auch tolle Musik hier. Ja, ich finde auch. Instrumenten, das ist wirklich toll. Und wie ist das mit den Autos alles? Haben Sie denn ganz was Tolles alles, was Besonderes? Also hier sind so viele tolle Autos und ja, die Veraner sind begeistert, ja, von den ganzen Fahrzeugen. Die kommen in die Stadt, gucken sich das an, ja, manche mehrfach sogar an jedem Tag, um nochmal zu gucken und dann, ja, zu schwelgen in Träumen, was sie vielleicht selber gerne besitzen wollen. Oh ja, ich weiß. Und das ist gut. Und der hat das, wie viele Tage noch? Morgen und übermorgen? Ja, morgen haben wir noch zwei Ausfahrten. Einmal, ja, an der Küste längs und einmal südlich durch Geest und, ja, und Moor. Ja. Mit einem gemeinsamen Mittagessen in Lütetsburg und dann, ja, geht es eben zurück. In Midoge haben wir den Grenzübergang von Ostfriesland nach Friesland. Ja, okay, gut. Da haben wir auch noch mal ein paar tolle Sachen eingebaut und wunderschön unter dem Dorfgemeinschaftshaus unter den Bäumen ja, viele Tische aufgestellt. Picknick, Dorfgemeinschaft, so eine Art wie Picknick, so eine Art wie Picknick. Bitte? So eine Art wie Picknick. No? Nein, also nein, es gibt Kuchen und ja, Kaffee und die Dorfgemeinschaft hat extra eine Wiese gemäht für die ganzen Oldtimer, wo die aufgestellt werden können. Und dann kann man unter den Schatten der Bäume sitzen und auf die Oldtimer gucken. Das wird auch nochmal eine ganz tolle Sache morgen. Ja, und ich bin sicher, dass morgen ist auch schönes Wetter, oder? Morgen ist genauso schön und wir haben 17 Stunden Sonne am Tag. Oh. Das kriegt man ja sonst auch kaum irgendwo, ja, im Sommer, ja, wenn die Nächte so kurz sind und der Tag so lang. Wunderbar. Gut. Vielen Dank. Ja, das reicht schon und wir sehen uns nochmal bald. Bestimmt. Dankeschön. Kurze Info. Zwischendurch könnte es sein, dass es hakt, weil der Kastenserver sich gerade mal kurz verabschiedet hat. Also, Tag ist das super. Trotzdem guten Appetit, schönen Abend, viel Spaß. Hallo. Hallo. Moin, sind Sie der Eigentümer von das dem Hotel? Das bin ich. Ja, ich bin Kleinstäuber. Das habe ich mir fast gedacht, ganz ehrlich. Okay. Genau. Das ist schön. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Moin, moin. Ja, moin. Dann kann ich dann irgendwann über die Indoneserin alle hier ein bisschen durch. Darf ich das? Viele flitzen rum. Ja, klar. Ja, ne? Ich finde es schön. Opa, im Moment ist die Stimmung etwas schlecht. Ach, was? Wir sind ein klein bisschen empfindlich gerade, aber ansonsten ist es gut. Wir sind fleißig. Die ASEAN sind immer sowieso so empfindlich. Genau. Darf ich mal Sie haben? Natürlich. Ganz ein bisschen. Ja, das ist schön. Oh, das ist ja ein tolles Essen, oder? Ich glaube, das ist auch eine tolle Stimmung. Ja. Ja, deswegen, meine Kollegin hat diese geschrieben. Ja, deswegen. Bier bezahlen. Das ja, ist wie zum Bier bezahlen jetzt gleich. Ja, ja. Das war einer von den 180. Schmeckt gut? Ja, gut. Du hast ja nichts an. Später. Beim fünften Gang ist ja noch so viel da. Ja, warte, ja.
Gesund essen, ja? Viel Blätter. Genau, das ist schön. Ja, nicht so sehr. Gestern war natürlich am meisten. Ah ja, natürlich. Ja. Das war ja auch toll gestern. Ja. Ich glaube, manche Leute haben ja schon Kompliment gegeben, oder? Ja, einige, doch. Na? Das macht auch wirklich Freude. Ja, ja. Ja, so ich finde.